Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Folge haben wir vorerst alles auf Jedi erledigt, ne? Und haben noch einen kleinen Besuch, wir haben uns noch einen, mein Gott, wir haben Coruscant noch einen kleinen Besuch hier abgestattet und, weiß nicht, ich habe auf Skinier noch mein Lichtschwert ein bisschen umgeändert, so sieht mein Lichtschwert im Moment aus, ne, cool, oder? So sieht BD1 aus. Ich habe den mal blau lackiert. Meine Knarre habe ich ein bisschen geändert. Habe ich eine Trophäe für bekommen. So sieht mein Blaster aus. Oder nicht? So sieht mein Lichtschwert aus. Cool, ne? Richtig cool. So. Also das Gefühl, wenn ich halt nicht irgendwie so zeigen würde, dann würde man halt irgendwie gar nicht sehen. Ne? So mitten im Kampf. Okay. So, das habe ich erledigt. Unsere Crew wird immer größer, ne? Und wir müssen jetzt nach, hier muss ich hin, wir müssen nach Kobo. Ich habe auf Coruscant auch alle möglichen Sachen noch gefunden, so in den letzten 10 Minuten des letzten Parts. Und ja, da habe ich jetzt 58. Zum zerstörten Mond könnten wir eigentlich auch zurück, aber gehen wir erstmal nach Kobo. Ich will sowieso hier mal gucken in der Bar, was ich da geändert habe. Ich habe ein paar Gerüchte und so bekommen. So Kopfgeldjäger und so könnte ich auch mal abchecken. Ich glaube, da muss ich jetzt mal zu jemanden hin, ne? Ich dachte, die würden irgendwie so random irgendwie auf der Weltkarte auftauchen oder so, aber anscheinend muss ich irgendwie den Auftrag erstmal annehmen, ne? Also gucken wir mal. Wie sieht mein Bart kommt. War mein Bart gerade durchsichtig für eine Sekunde oder habe ich mir halt nur eingebildet? So, die gesamte Mannschaft wartet wieder, bis ich hier natürlich sitze, ne? Hier ist auch gar kein freier Platz mehr, ne? Ich glaube, das ist das Maximum unserer Crew, ne? Ich will natürlich keine Antwort darauf haben, ne? Aber ich würde raten. Ich tue nur Theorien rauswerfen aus dem Fenster. Kobo. Ich hätte eigentlich schon irgendwie von alleine dahin fliegen können, aber ich weiß ja nie, was immer passiert, ne? Wenn ich irgendwo lande, ob da irgendwie keine Ahnung. Also siehst du. Salon steht noch, Törgel. Ich wette, das ist alles deine Schuld. Ich bin unschuldig, Meister Grease, ganz ehrlich. Es war Dagon. Er will nach Tenalor. Mit sie hat es wohl mehr auf sich, als wir dachten. Vielleicht versteckt in ihren Speicherbänken. Wir müssen sie retten. Er wird sie verschrotten, sobald er hat, was er will. Es wird nicht leicht, sie zurückzuholen. Die Raider-Basis ist im Sumpf. Sie haben ein altes Luke-Hulk-Kampfschiff aus den Klonkriegen. Schon gesehen. Luke-Hulk-Kampfschiff. Genau wie wir. Sie hat recht. Was ist das denn? Ist das ja, diese Riesenschiffe, die Klonkrieger mal benutzt haben. Mit den 2 Kanonen links und rechts an den Flügeln. Da werde ich ja sehen. Warum sollst du mir auch helfen, ne? So wie mit dem Skorpion damals, ne? Weißt du noch, Maren? Ich vergesse niemals. Na dann, ich spähe voraus. Wir sehen uns. Wow. Wie du jetzt mit nicht ist hier jetzt gerade dunkel übrigens, ne? Rette sie aus dem Luke Hulk. Direkt schon neue Gebiete, die ich vorher nicht betreten konnte. So, mein erster Abstecher wird jetzt aber sein den hier Saloden. Oh, hier kann man einfach hoch. Darauf sollten wir aufbauen. So, ich glaube, mit dir soll ich sowieso reden, ne? Pflanze einen ein, dann verrate ich dir Einzelheiten. Hi, Pili. Bis jetzt war Kobo. Ich hatte, glaube ich, irgendwie ein Gerücht, dass ich mit dir reden sollte. Und die Energie dieses Dachs hat mich förmlich. Wo ich könnte schwören, ich habe schon mit dir geredet. Du spürst eine Verbindung zu diesem Garten. Ja, wir werden einander beim Wachsen helfen. Sieht aus, als hättest du bereits begonnen. Die Ranken? Ja, sie sind über Nacht gewachsen. Aber es gibt noch so viel mehr. Diese Dinger da, die sind mir auch aufgefallen. Wenn du neue Samen pflanzt, werde ich dir alles darüber erzählen. Aber wie gesunde Wurzeln, solltest du darauf achten, dass es genug Platz gibt. Zieh die Pflanzen groß, die wir haben. Und ich sorge rechtzeitig für mehr Platz.
Okay. So, aber du hast da oben was gemacht, ne? Komm, lass uns ein paar der neuen Samen aussehen. Ich kann das Beet. Werden sie dich auch lieben. Großes Beet. Und wir haben eine neue Pflanzenart. Ob Ellie etwas zu ihr sagen kann? Ich sehe, du hast einen Dornenflaum eingepflanzt. Er ist süß, aber Vorsicht! In diesen Federn befinden sich Nadeln so spitz wie Klauen. Okay, jetzt mal muss ich dann wir reden. Mach mal einfach um. Ich hoffe, das geht gut. Ein Kieferfarn. Prächtig. Seine Blätter. Da muss ich mit jeder Pflanze machen, ne? Um Informationen zu bekommen. Ziemlich erstaunlich. Ich bin gespannt, welche Farbe er auf Kobo annehmen wird. Okay. Ja. Wird vertagt. So, ich werde es mal hier hochklettern. Finde ich sehr gut, dass die irgendwie so gewachsen sind, dass einen Weg für mich aufgetan hat. Das ist doch sehr praktisch. Guck mal hier. Dann macht Riss. Konzentrier dich, Kel. So, dann macht Riss. Ich dachte, da wäre ein Bonus. Nein. So, warte mal hier. Zersplitterte Dualität. Sie alle Gegner mit dem Doppellichtschwert. Okay, wollen wir mal sehen. Ja, wird nicht lange gut ausgehen, habe ich so gefühlt. Ja, ja. Komm mal. Gott, da wird noch. Aber ja, du Stück. Hilf mir. Wer der Druide? Druide kann ja nicht helfen. Die haben keine Gefühle. Was ist das? Ich glaube, dieses Abwehr durchbrechen bringt es auf jeden Fall. Also, oh, dich kann ich nicht. Wenn ich, einmal, wenn ich dran denke. Boah, der tut aber auch nicht das Ziel wechseln, ne? Müssen jetzt ausgerechnet diese Viecher sein, ey. Was? Okay. Guck dich mal einer. Das Massaker an, das ich hinterlassen habe. Okay, da war ja noch easier. Aber ich mir ehrlich gesagt schon. Ich wollte jetzt nicht am Anfang sagen, oh, das ist einfach wegen Doppellichtschwert, aber ich habe mir schon so gedacht, mit Doppellichtschwert wird vielleicht nicht so unglaublich schwierig.
Okay, schon wieder ein Fertigkeitspunkt. Okay. So, ich komme ja wahrscheinlich nicht runter, ohne das Ding zu benutzen, ne? Ich wollte eigentlich in den Saloon da reingehen. Ups. Okay. Ich wollte nur so ein bisschen weiter. Ich mich hier austoben im Saloon, ne? Hier mit diesem Minispiel und so, mit den. Mit diesen, weiß ich nicht, was das sein soll, ne? Nicht schlecht. Ich habe schon hässlichere Dachgärten gesehen. Pff. Alles klar, was auch immer du sagst. Dann wollte ich noch meine Dinger hier abgeben, meine, was ich alles gefunden habe. Ach, die Schriftrollen habe ich letztens vergessen. Ich weiß gar nicht, ja doch, das ist so ein Laden, ne? Willst du jetzt die Ohren aufsperren und dir die Geschichte von Scuba anhören? Wenn du Geschichten erzählst, hören wir zu. Dann bist du ein Narr, Junge. Meine Geschichte bringt dir nichts außer Gram und Kummer. Geil. Okay, also. Keine Geschichten erzählst, werden wir. Na schön. Ich erzähle sie dir, weil du darauf bestehst und auf deine eigene Gefahr. Meine Geschichte beginnt in einem kleinen Dorf an einem eisigen Ufer von Sakavita, meiner Heimat. Langweilig. Wohl nicht der einfachste. Die Musik im Hintergrund. Oh. Im gefrorenen Gewässer untergehst. Weißt du, die Fische, die hatten es dort schön. Sie hausten tief unter dem Eis, wo warme Strömungen tanzten wie Fähnchen im Wind. Eine so seltene Beute zu angeln ist wegen der großen Fischknappheit kein leichtes Unterfangen. Aber trotz meiner jetzigen Bauchschmerzen war es ein friedliches Leben für einen kleinen Sakavianer mit einem Talent für die Angelrute. Du hast dein Talent also früh entdeckt? Ich hatte so viel Talent, dass kaum die ersten mickrigen Haare auf meinem Kinn sprossen, als ich bereits eine Audienz erhielt. Bei Undan. Ich weiß nicht, wer es ist. Okay. Was, hier sind überall die Fliegen. Dann machen wir mal eine Partie hier. Aber schon mal jetzt, ne? Verstand mit allen möglichen Taktiken und Strategien. Neue Einheiten. Klar, warum nicht? Marin, hey. Was ist das als Belohnung? Weiß ich nicht. Machen wir dich. Oh, weißt du, was ich zwei Gehirn habe? So. Letztes Mal hat das auf jeden Fall was gebracht. Also machen wir mal. Ne? Kann unmöglich so einfach sein. Ne? Oh, die sind bereits tot. Nicht gut. Okay, das wird vielleicht nichts. Habe ich nicht letztes Mal so den finalen Kampf geschafft? Habe ich den letzten Kampf nicht auswählig? Nicht, weil ich hier drücke. Okay, dann müssen wir wohl halt ein bisschen Stab und Blaster. Ja, komm. Dann nehmen wir noch. Sie sind mit einem Schlag weg, also bringt es halt nicht so, ne? Nur zwei von denen. Fast die gleiche Konstellation, was die haben. Oh ja. So, ich wollte schon sagen, bleibt nur am Leben. Mal den hier wieder. An den. Ja, ich weiß, wenn man nicht alle verbraucht, dann kriegt man mehr, glaube ich, am Ende. Aber egal. Okay, er ist ganz schön stark.
Ah, verdammt, verzum. Oh, er ist noch am Leben. Okay. Da war der rot. Gibt es für jede Person wahrscheinlich irgendwie die perfekte Konstellation, ne? Ah. Ich tue die mal weit entfernt machen, damit die eher auf den losgehen. Damit die Granaten mich nicht immer treffen. Kannst du meinen damit auch treffen? Ja. Ihr Idioten. Okay. Klappt. Ich nehme an, es wird einfacher, wenn man irgendwie weiter im Spiel ist und bessere Figuren hat, ne? Okay, cool. Okay. War's das? Komm wieder, wenn du bereit bist, der Champion zu werden. Mach ich. Wo kann ich noch mal meine Dinger ja ausgeben? War nicht auch hier? Ganz schwer war auch hier. Hier mit den. Ich weiß nicht mehr, was ich noch mal sammeln musste, aber. Nee, ist nicht mehr da. Muss ich mit euch auch interagieren irgendwie so? Ich denke, dieses hier. Okay, hören wir zu. Habt ihr auch den imperialen Marsch? Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier mit den Leuten reden soll. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Eine tollkühne Attacke auf die Festung der Raiders durch den mächtigen Krieger und seinen bewaffneten Helfer, um ihren Druidengefährten zu retten. Ja, sie kann sich glücklich schätzen, einen Freund wie dich zu haben. Okay, wo ist denn jetzt der eine Typ, der noch mal hier, bei dem ich meine Dinger ja ausgeben kann? Der war doch hier, ne? Oder noch irgendjemand, mit dem ich was ausgeben konnte? War nicht hier irgendwo? Scheint er nicht normalerweise hier oder so? Wow, wow. Der stand doch hier, ne? Bist du das? Habt ihr diese eine Musik? Diese die würde ich mir gerne anhören. So, wir sterben nicht. Ich wette, wir können noch mehr pflanzen. Ich laufe der einmal vorbei, ne? So, wo ist die eine Kollegin? Nochmal hier, ne? Geben wir mal da noch irgendwie Sachen aus. Weil ich meine, der andere Typ, bei dem ich halt ausgeben konnte, der hat irgendwie so Upgrades und so, ne? Freischalt so mehr Boni, ne? Warte ich dann doch schon gerne. Schön, dass du vorbeischaust. Ey, jo, was geht? Keine schlechte Auswahl. Habe ich eigentlich alles schon. Was? Habe ich nicht voll viele gesammelt? Auf Wiedersehen. Ich gucke mal in mein Inventar oder so, sind immer voll viele. Was ist mein Inventar? Ja. Da ist mal alles voll. Datendisk. Ach ja, ja, da kann ich natürlich nicht. An ihr musste ich die abgeben, genau, aber sie ist ja entführt, deswegen. Okay, so viel dazu. So, Gerüchte. Wo ist diese Person hier? Oh, auch hier? Okay. Wo genau? Lauf hier richtig? Ne, ne. Das ist so unübersichtlich für mich. Wo denn? Wo war da gerade angezeigt? Wo?
hier? Nee. Ich habe es auch gerade gesehen, wo... Ich bin blind. Da bin ich jetzt hier ganz blind oder was? Peil und Salon, der ist da drinne. Ja, wo denn? Boah. Ich mag so 3D-Holokarten nicht. Noch nie gemocht, schon in Dead Space nicht gemocht. Hast du noch irgendwas? Danke, dass ihr hier aufpasst, während wir uns um sie kümmern. Wenn die Raider zurückkehren, werden sie es bereuen. Schätze, wir werden gut miteinander auskommen. Ich glaube schon. Okay. Hey Kerl, schön dich zu sehen. Da bist du. Womit kann ich dir heute eine Freude machen? Ach, ich kann Dings dafür kaufen. Showdown. Ah, da kriege ich Revolver-Klamotten. Ich habe schon gewundert, weil ich gar keine Dinge davon habe. Du sagst mir aber nicht. Okay, ich dachte, du gibst mir jetzt irgendwie so Aufträge oder so, ne? Aber anscheinend nicht. Dann nehme ich mal an, ich werde die so... Ah, ne, ich muss mit dir reden, ne? Ich bin im Laden, oder? Ah, also so muss sie mir doch geben. Er versucht seine Beute zu überraschen. Also sei vorsichtig. Danke für den Tipp. Dank mir, wenn du seinen Kopfgeldpuck abgibst. Okay. Da war ich noch nicht. Glaube ich. Obwohl, das war die Karte außerhalb, ne? Die wird mir nicht angezeigt, wenn ich hier drin bin, ne? Boah, ich hasse es, wenn irgendwie in modernen Spielen, wenn du irgendwie gezwungen wirst, irgendwie nur normal laufen zu können, ne? Ja, ich bin hier in so eine Kantine oder eine Bar, also kann ich nicht rennen, ne? Das ist doch meine Sache, ne? Lass mich doch rennen, ob ich will oder nicht. Hm, der Octobokto, ne? Der klingt schon wieder eher sehr... Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen soll. Ob ich jetzt hier schon direkt weitergehen soll oder so. Warte mal, da kann ich jetzt durch, ne? Mal gucken. Bergaufstieg. Ist jetzt wieder ein Ding. Also ich dachte, da wäre noch was. Bergaufstieg. Na gut. Nein, diesmal nicht wieder aus Versehen öffnen. Dann gucken wir uns erstmal so ein bisschen um, ne? Während wir, bevor wir mit der Story weitermachen, ne? Ich laufe mit dem normalen Schwert und dem Breitschwert hier rum, ne? Ich nenne es Breitschwert. Pankenstange klingt so komisch für mich. Ich habe den Namen vergessen von dem Ort. Bergaufstieg. Ich hab's gerade gesehen. Boah. Da werde ich ja wohl durchdüsen können, ne? Da war blau angezeigt und nicht grün, deswegen weiß ich nicht. Mal gucken wir mal. Da müsste ich ja eigentlich durchkommen, ne? Spiel sagt mir jedenfalls nein. Aber ich kann da durch. Na gut, Timing wieder, ne? Warum klappt das jetzt nicht? Warum kann ich nicht? Kann ich anvisieren? Na, du blödes Viech. Oh, ich dachte, ich habe... Damit tue ich automatisch abwehren. Scanner ist ausgefallen.
brauche ich meinen. Zack. Ja, die Gegner sind schon tot, also brauche ich jetzt nicht mehr. Okay. Also kann man da durch. Das Spiel sagt mir noch nicht mal. Ich glaube, da soll ich sogar durch, ne? Nee, geht's nicht weiter. Okay. Ich hätte ehrlich gesagt lieber, wenn es ein bisschen hell wird. Ne, ich sehe ja nicht so viel. Mein kleinen Bildschirm. Ah! Gar nicht gesehen. Fünf Viecher. Was? Ich dachte, da wäre Boden. Ich dachte, da wäre Wasser oder irgendwie sowas. Oh, warte. Hm. Ja, was geht? Ich habe gar nicht so einen gedrückt halter Angriff, glaube ich. Was zum? Warum ist hier ein Sturmtruppler, wenn da? Ah! Oh, ich bin ausgewichen, du. Ha. Nein, mein Spielchen ist kaputt. Was mache ich denn jetzt? Oh Gott. Bewegt sich noch? Fällt mir gar nicht. Von TIE Fighter. Moment, was ist das? Sieht aus wie aus den Klon. Es greift an. Nein. Das ist ein kleiner Luftkampf zwischen euch. Hm. Okay. Aber ich scheine ja so ein paar Sachen zum Erkunden freigeschaltet zu haben. Das ist doch schon mal gut, ne? Oh, ja, so erreicht. Wie habe ich gewusst, dass das ihr seid? Das Trauma kommt bei mir zurück. So, diesen Viechern, die tun mich bestimmt immer noch one-shotten, ne? Pass auf. Schön ist das nicht. Ah. Oh, schön. Oh, schön ist das nicht. So, was ist hier? Nichts. Nix. Noch. Zum Glück zeigt mir die Karte noch über. So, hör mal, du kannst nur hier hin und so, ne? Alter, die Dinger, ne? So dicke Schaden. Halt. Boom. Kobo-Stachler, selten. Warum müssen wir jetzt alle jetzt mit den Dingern? Bonk. Ernsthaft, das habt ihr nicht gesehen. Ja, tut ruhig einzeln auf mich schießen. Oh, der ist schon tot. Okay. Gute Idee, den Machtschub hoch zu leveln. Den Machtmagnet. Machtgriff, was auch immer. Kannst du ja definitiv so einige sehr nervige Sachen
einfacher machen. Hier wimmelt es von Imperialen. Ich muss einfach weiterklettern. Ha! Entschuldige, was? Boom. Zack. Okay. Oh. Okay. Diese Dinger, mit diesen Dingern kann ich noch nicht interagieren. Kriege ich bestimmt heute noch, ne? Heute noch diesen Planeten meine ich. Irgendwann soweit. Nicht da oben lang. Glaub nicht, ne? Da unten ist auch noch was. Es ist so dunkel, ne? Ich nehme an, PD kann da irgendwie was hacken oder so, ne? In den Dingern. Halt. Ich bin keine Bedrohung. Aber auch schon ein größeres Schwert. Machen ja gar nichts Schaden gegeneinander. Außer der eine macht gerade voll dick Schaden. Kämpfe an meiner Seite. Mach mal, ne? Mach ich hier. Na, oh, hier sind auch noch kleine Viecher, ehrlich. In den Hintern. Ein großes Schwert für die großen Viecher, ne? Oh, ich glaube, ich habe da gerade wieder eine Pflanze gefunden. Was ist das? Ah. Okay, wie viele Gegner sind hier noch? Ah. Immer noch welche. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sie haben gefressen. Ich habe gedacht, er liegt vielleicht noch irgendwo was. Da jetzt hier. Womit ich interagieren könnte, ne? Aber anscheinend nicht. Schlechter Fund. Nicht gewusst, was das war. Ich habe nur interagieren gelesen. Gehst du? Kollege. Ah, ich habe nur noch. Nur noch ein Stim sehe ich gerade. Ich hoffe, mir passiert hier nichts. Das Imperium greift hier wirklich hart durch. Wann werden sie wohl den Außenposten ins Visier nehmen? Also nicht der Ort, wo ich gerade hin muss, ne? Oh Gott, hier ist viel Platz. Die Sicht ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Komme ich hier wieder hoch? Ich muss mich erstmal heilen. Wir eine Pause. Bin ich auf dem richtigen Pfad? Kannst losgehen, BD? Nee, ich muss da unten hin. Ich muss genau in die andere Richtung. Aber mir scheint es auch nicht mehr so weiter zu gehen, ne? Ist nirgendwo was, wo ich noch hin kann gleich. Hm. Bank brauche ich nicht. Aber ist auch egal, ne? War. Ja, langsam werde ich etwas besser in solchen Sachen, ne? Ich weiß noch, wie ich irgendwie Panik geschoben hat jedes Mal, wenn ich so ein Ding gesehen habe.
Das ist bestimmt auch wieder eins, ne? Eine Energieleitung. Dafür hast du nichts dabei, oder? Okay. Abkürzung. Abkürzung, ne? Ich glaube nicht, dass ich darüber komme. Oh, ich lebe aber noch. So, dann war ich hier irgendwo, oder? Ne? Ah. Diese blöden Viecher, ne? Ah. Sehen. Mein Kollegen auch. Eigentlich nicht, aber ich habe trotzdem zugeschlagen. So, ich bin gleich am Ende hier dieses Gebietes. Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Ja, wer wart? Aber ich warte ja, hier kommt gleich bestimmt irgendwie voller Boss oder so. Was ist das? Was bist du? Schon mal gegen dich gekämpft, ja, ne? Ah, ich hab doch geschubst. Kann ich auch mal angreifen heute? Ich bin tot. Boah, immer wenn ich gerade angreife. Ich sag, okay, der hat jetzt genug angegriffen, ne? Dann kommt er noch mal mit einem Angriff, ey. Ich wusste, dass etwas faul ist. Das war das einzige Problem, was ich so gameplaymäßig mit dem Spiel habe, ne? Also jetzt nicht so im Sinne von, Spiel ist nicht gut oder irgendwie dort, nur ich habe damit Probleme. Ich denke immer so, okay, der hat jetzt seine Combo aus dem Weg gemacht, jetzt kann ich angreifen, dann kommt er noch mal mit einem Angriff. Ich habe mich gerade voll darauf eingestellt. Oh, der macht drei Angriffe, alles klar. Und dann greife ich den an, ne? Ja, macht er, der macht vier Angriffe. So ist halt bei jedem Boss irgendwie oder bei jedem großen Gegner irgendwie. Ich denke immer so, oh, okay, jetzt habe ich den erledigt, ne? Jetzt hat er seine Combo aus dem Weg gemacht, ne? Jetzt kann ich angreifen, dann kommt er noch mal mit einem Angriff. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt weiterzugehen. Aber was bin ich hier gestolpert? Reale Fähre. Wer weiß, mit welcher Fracht sie abgestürzt ist. Wir sollten definitiv nachsehen. Abgezogen? Ah, oh, nee. Warum mache ich das? Nee, 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 nee. Oh, Pflanzen. Ja, damit. Alter, gehen wir aus dem Weg. Ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit, das hier. Ja, so viel dazu. Ernsthaft, ey. Ja, pff. Leute, ich habe gerade gegen so ein Viech gekämpft. Da kommen die direkt mit dem nächsten. Könnt die doch nicht machen. Oh, ich war kurz davor zu leveln, ne? So, was habe ich denn da gerade geöffnet? Äh.
Wir sind da schon wieder am Schreien. Die habe ich trotzdem getroffen. Wie machen die das? Ja, das ist wahrscheinlich jetzt wieder respawned, ne? Was nicht so dolle ist. Ja, tschüss, ne? Ich hier richtig? Ich bin gerade im Kreis gelaufen. Ich habe nicht, dass ich eine Abkürzung freigeschaltet habe. So, okay, nicht öffnen. Aber ich muss das öffnen, wenn ich meine Dings wieder bekommen will. Na, gucken wir erstmal hier, ne? Die Steuerung muss woanders sein. Mhm. Ein Klumpen. Kaufen wir in Domas Laden. So. Würde ich sagen, wir gehen da rein, ne? Machen das Ding auf, ne? Hup. Hauen den Eimer, damit wir unsere Macht zurückkriegen. Hey, was geht, ne? Ah, das ist natürlich wieder... Oh, ehrlich? Lass mich mal weg. Oh, ich muss mich heilen, Mann. Ich geh doch mal weg von mir. Blödes Viech, ey. Oh. Okay. Jetzt bin ich wieder in den Weg dahin rennen. Oh mein Gott, ey. Warum? Ich habe gesehen, das war zum Einsammeln. Also muss ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein. Warum ist dein Angriff schneller? Ich greife doch auch an. Mann, gehen wir doch jetzt nicht auf ein Nervenspiel. Kyle wütend. Sehr frustrierend gerade. Oh mein Gott, geh weg. Ja, folg mir hier rüber, ne? Kannst du den hier? Den kannst du nicht, ne? Das kann nur ich. Karl Kestis, Jedi extraordinär. Ja, damit. Oh, mir ins Gesicht. Ha. Alter, das gibt's doch jetzt nicht. Geh doch mal ein bisschen weg von mir. Boah. Anscheinend müssen wir den Rest des Wegs klettern. Ha. Blödes Viech, ey. Wo bin ich hier? Ich bin schon wieder irgendwo, wo ich nicht sein sollte, ne? Guck ich gleich mal, was da noch so ist. Wenn ich vorstelle, halt irgendwas, was da jetzt gleich noch kommt, noch schlimmer ist als das Sattviech. Upsa, Entschuldigung. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Habe ich den jetzt angegriffen für meine Erfahrungspunkte? Ja, ne? Nummer 3. Wo bin ich denn jetzt hier? Seid ihr eine Abkürzung? Bitte sagt mir, ich habe eine Abkürzung. Wo bin ich hier? Ja, das sieht irgendwie nicht nett aus. Okay, warum kann ich das nicht? Das ist normal Sturmtruppler. Ach. Aber das ist sehr unschön hier gerade. Ich bin schon wieder in der gleichen Situation wie letztens hier mit den Druiden und so. Ich muss den Druiden als Ersten erledigen, damit ich ihn auf meine Seite gewinnen kann. Ich kann auch den machen. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, sicherer. Ja, ne?
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ist hier überhaupt irgendwas zum Einsammeln so? Ich weiß, es ist sehr heroisch, was ich hier gerade mache, aber mein Gott. Ist aber auch richtig nervig hier gerade, weil ich hier alles bekämpfen muss. Oh oh. Ich dachte, ich hätte das Spiel gelöscht, weil ich den Kampf nicht zu Ende gemacht habe. Ich muss mich bewegen, glaube ich. Bin ich hier? Ich habe gerade für eine besondere Katze. Also, ich wusste einer von ihnen. Okay. Diese Droiden haben es heute schwer. Niemals. Das ist mein Schiff. Löschungstruppler. Dann hat das wohl verdient. Wow. Was hast du? Was willst du? Für dich, Kumpel. Was war das? BD. Ah. Verschwinden wir! Okay. Eine Art elektrifizierbarer Pfeil? Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einen Scan machen, bevor du das Feuer eröffnest. Ah, okay. Haben wir jetzt irgendwie... Ah, jetzt können wir die Dinger benutzen? Warte mal, ich kann jetzt darüber so... So, wahrscheinlich schon... Ich bin schon bei... Irgendwo hier, wo ich gar nicht sein sollte, ne? Okay, finde ich gut, dass die nicht auf mich losgehen. So, ich weiß nicht, wo der Druide und der andere Typ sind, aber anscheinend. Ah. Cool. Sehr gut. Ich habe mich gewundert, wo die waren, ehrlich gesagt. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte ja noch gar nicht sein, ne? Oder das ist irgendwie schon so Zeugs, das ich irgendwie für die Hauptstory brauche. Wissen, weil ich denke, in der Hauptstory soll ich zum Beispiel zu diesen und diesen Ort gehen, ne? Aber ich habe so das Gefühl, irgendwie sobald ich irgendwie da angekommen wäre, heißt es irgendwie so, oh, wir bauen diese Fähigkeit, um weiterzukommen, ne? Du musst du erstmal irgendwo holen, ne? Und dann hätte ich hier hinkommen müssen, ne? Und dann ja, keine Ahnung, ja, zusätzlichen Schaden für manipulierte Einheiten. Irgendwie so stelle ich mir gerade vor, ne? Ich bin gerade an so einem Ort. So, ich habe ein Schwert gerade ausgerüstet. Ja, das könnte eigentlich nicht schlecht sein, ne? Einfach mit einem Schwert und einem dicken Schwert rum, von daher. Wenn ich die Tür, die ich immer aufmache, und da kommt das Viech da raus. So, ah, hier ist auch noch was, ehrlich. Ach, ich bin wieder hier. Das ist einfach ein neuer. Dann kann ich ja jetzt da ein, ne? Komme ich da überhaupt hoch? Kann ich ja nicht da hochkommen.
Ja, ich weiß, dass ihr hier seid. Ich ignoriere ich einfach. So, das kannst du damit machen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss da immer so eine Batterie oder so muss ich da reinpacken oder so. Gab's auch im ersten Teil, oder? Oh Gott. Oh, hätte ich das sofort machen müssen? Ich dachte, das hat sich so aufgetan, so für das nächste Mal, so, ne? Wo ist der immer noch hier? Ich gehe einfach. Du bist dran, BD1. Aber bringt das? So, ne? Nein, mach doch nicht so eine blöde Rolle schon wieder. Boah. Ja, aber wenn ich so darüber laufe, dann wird das doch nichts bringen, ne? Na gut. Ich gehe mir auf die Nerven. So habe ich mir vorgestellt. Ich dachte, er hat Vader gesagt. Ja, Vader, Prospektoren, ich nehme es in allen auf. Was doch? Okay, habe ich alles. Zur Tür komme ich nicht durch. Keine Ahnung, wo ich überall hin. Oh nein, nein, oh. Na du Sack. Hab ich den erwischt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit den Leuten ist irgendwie. Ich komme mit denen nicht klar. Ich glaube, ich habe den nicht erledigt, ne? Nein. Ich glaube nicht. Cool. Das heißt, den kann ich mir auch wieder vorknüpfen, ne? Ich sehe nichts. Okay, wo bin ich hier? Was mache ich hier? Ich mache hier kurz ein. Vielleicht mache ich das gleich noch am Ende des Parts. Hoffentlich kriege ich meine Zeitlupe hier mal voll. Okay. Wenn ich wüsste, wo ich bin, ja, ne? Ist hier nochmal extra ein neues Gebiet? Ey, wer geht denn das hier noch rein? Gucken, ob das funktioniert, ne, Kollegen? Oh, da hinten sehe ich was Schönes. Komm ich da hin? Irgendwo von da. Aber nicht von hier. Ich würde mal gerne Abkürzung oder so falsch halten, ne?
Kollege. Warte, warte. Okay. Ich wollte nicht. Ich wollte dich nicht während deines Todes erniedrigen, okay? Nein, ich habe verfehlt. Mal so eine Abkürzung wäre mal jetzt nicht schlecht, ne? Ah, schon wieder was ich nicht aktivieren kann. Wait. Laken. Gar nichts dazu zu sagen, Kerl. Außer keine Lust, ganz ehrlich. Ich habe den nur gesehen, ich muss ihn sofort erledigen. Mir egal, was die noch zu sagen hatten. Oh, guck mal hier. Endlich mal. So, ich habe es nicht gesehen, ist mein Ding voll. Sehe ich jetzt meine Stats hier mal kurz. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Ich will noch versuchen, diesen einen Druiden zu erledigen, ne? Ich werde den vergessen. Da ich muss hier zerbauen, muss ich ja schon wieder hier rüber fliegen. Ich will jetzt meine Dings hier voll kriegen, meine Zeitlupe erstmal, ne? Das brauche ich da gar nicht erst versuchen, glaube ich. Jetzt bin ich ja hier. Haben wir ja auch noch ein Gebet. Na gut. Tut man nur so ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Gehe ich von euch auch Dings? Aua. Aua. Alter. Gibt's da nicht, ey. Was zum Hallo? Das ist ein ungewöhnlicher Anblick. Gehörst du zu den Raiders? Raiders? Nein, nein. Wir sind weder dein Feind noch deren Freunde. Was finde ich, wenn ich weitergehe? Jede Menge Nebel und mittendrin allerlei mögliche Gefahren. Achte auf deine Füße. Komm in meinen Salon. Wir werden daran denken. Nicht zum Salon. Okay, hey. Meins. Verbannter. Nice, her damit. Können wir in Thomas Laden verkaufen? So, ich will aber echt noch hier diesen blöden Ruin, mehr will ich eigentlich nicht. Beim nächsten Mal werde ich den schon wieder vergessen und die Markierungen, die bleiben nicht auf der Karte, ne? Von daher würde ich das gern jetzt machen. Komm ich da hin? Das ist so kompliziert, ne? Da oben lang. Ich brauche meine Zeitlupe. Ich will die mal kurz füllen. Dann kann ich auf das Viech losgehen. Ich muss noch mal gegen diese Viecher kämpfen, ja. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob sich das Ding morgen auch überhaupt füllt dadurch. So ein ganz kleines bisschen fühlt sich das. Was soll man machen, ne? Okay, mach Ende. Habe ich den ganzen Tag Zeit. Eigentlich schon. Heute ist Feiertag.
Es ist Tag der deutschen Einheit. Ja, trotzdem. Genau, deswegen am Mittag sie am Aufnehmen. Ihr Blöden. So. Gut, haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir nur noch kurz das Viech erledigen, ne? Jetzt wüsste, wo das nochmal ist. Hey, warte mal, ich bin auch blöd, ne? Ich kann aber bestimmt. Ja. Oh mein Gott. Der Daniro denkt in zu großen Dimensionen, okay. Aber ich hätte auch nicht irgendwie gedacht, dass das irgendwie so lange, so weit irgendwie reichen würde. Ich ganz ehrlich bin. Das gibt's nicht. Ha! Danke. Peri, wir sind aber auch bescheuert, ne? Pff. So, hier war der, ne? So. Komm, gefällt's her, du Stück. Meins. So, das war's für heute. Nice. So, wir müssen mich da runterkommen, ne? Hier da oben ist noch irgendwas. Da oben ist was. Wo? Da? Komm ich noch nicht hinten, oder? Ich glaube, das meinte er nicht. Na, wo bin ich hier, ey? Ich will eigentlich den Part beenden. So, oh, hier geht's ab. Kann ich die Richtung da so ändern? Geht sogar. Um. Schon sagen, das Ding hätte ich auch noch gerne. Hm, noch ein Fertigkeitspunkt. Oh ja. Gesundheit, endlich mal. Boah. Endlich mal der gute Stoff. Kann ich da oben? Nö. Ich nehme an, wir müssen dann wieder zum anderen Speicherpunkt hier zurück, ne? Zum Meditationspunkt. Zum vorherigen mediterranen Punkt. Kann ich da hin? Ist nix. Oh, so hätte ich da hinkommen sollen, ne? Mm. Wie gesagt, der Daniro denkt in anderen Dimensionen, ne? Da passiert halt manchmal so was, ne? Wenn ich eine andere Lösung finde zu meinem Problem, für meine Probleme. Mach jetzt keinen Fehler. Oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Oh. Weiß aber, wer nur steht und einfach guckt. So, das ist interessant. Ist das ein Lichtschwert? Buack. Jetzt bin ich den ganzen Weg nochmal hier gerannt, ey. Weil diese Typen, ne? Typen nennen, keine Ahnung, die haben eine weibliche Stimme. So, mein Gott. So. Da kann ich ja in einen ja deaktivieren. Da unten geht es auch noch. Da beim nächsten Mal. Lass mich mal kurz das hier deaktivieren. Komm ich das hier verwirrt, ne? So, keine Ahnung, ob wir hier hingehen müssen. Irgendwann.
Aber wir sind hier, ne? Und ja. Keine Ahnung. Wir sind jedenfalls hier, ne? Also ja. Keine Ahnung. Was auch immer jetzt passiert hier beim nächsten Mal, wir werden ja sehen, ne? Gut, dann sage ich. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Es würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski, Leute.